Teufelsleid. Ein bedrohlicher Anblick, was? Fragst du dich nicht manchmal, wie es ausgesehen hat, als die Alten hier noch lebten? Du bist nicht wie andere, Nora. Ich hörte davon. Kriegsherrin, unsere Späher haben Lager in den Ruinen gefunden, die den Eingang zum Metallring sichern. Gut, fangen wir mit diesen Lagern an. So schlagen sie keinen Alarm. In Ordnung. Zerstören wir die Lager, dann können wir unsere Feinde im Metallring überraschen. Ich schalte den Alarm aus. Wir senden zu jedem Lager Krieger aus, als Bereitschaft. Was du anfängst, beenden sie. Krieger, es ist Zeit. Zeit zu kämpfen. Zeit zu töten. Vielleicht Zeit zu sterben. Wir sammeln uns dort am Fuß des höchsten Turmes. Dann geht es zum Metallring. Für unsere Rache! Heute brechen wir ein Tabu, um unsere Toten zu ehren und unsere Feinde zu strafen. Blut vergießen für vergossenes Blut. Möge die Urmutter unseren Verstoß vergeben. Und falls nicht, möge sie ihren Zorn allein auf mich richten. Auf in den Kampf! Es ist, wie Varl gesagt hat. Wir müssen in die Ruinen. Für den Stamm. Fangen wir endlich an. Nochmal alles.
Glanz der Gerechtigkeit nicht. Kleine zähe Pflanze. Du wirst mir sicher helfen. Kein Platz mehr. Habe ich dich.